Hallo, Markus hier von markusfotos.de mit einer neuen Runde Fotokritik und wir fangen auch sofort an mit den Bildern von Philipp Birmes. Und er hat geschrieben, bei einem Rundgang durch Frankfurt nutzte ich die Gelegenheit, um die Gebäude zu fotografieren. Hauptsächlich suchte ich nach klaren Linien und starken Kontrasten, um die Gebäude ins rechte Licht zu setzen. Dann schauen wir doch mal, ob das gelungen ist, Philipp. Das erste Foto von dir gefällt mir schon mal ziemlich gut. Es ist ein Hochhaus. Du hast das ist eine schöne Aufteilung gewählt. Du fotografierst da so hoch, dass quasi die Gebäude hier irgendwie beim Drittel enden oder das Gebäude beim Drittel endet. Es also so ein bisschen so aussieht, als würde man auf dem Gebäude stehen und das entlang gucken, statt irgendwie hochzuschauen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Schwarz-Weiß gefällt mir hier sehr, sehr gut, weil es eben, genau wie du schon geschrieben hast, ja die Linien auch nochmal etwas hervorhebt. Und dass wir hier so ein ganz klares Zustreben eben auf einen Fluchtpunkt an einer Stelle haben, gefällt mir auch sehr gut. Ansonsten haben die Bilder einen sehr, sehr clean Look, was mir auch gefällt. Ich denke auch, dass du hier eventuell den Himmel so ein bisschen bearbeitet hast von zusätzlichen Wolken oder Kondensstreifen von Flugzeugen und so weiter, befreit hast. Das Ganze sieht hier ein bisschen pixelig aus, was aber hauptsächlich der Tatsache geschuldet ist, dass du mir die Fotos über Facebook geschickt hast. Ja, als vielleicht winzig kleine Kritikpunkte, da das Ganze so einen clean Look hat, wenn so winzige Detailverbesserungen sind noch, die du vielleicht machen möchtest. Es gibt hier so ein paar Stellen wie da oder hier am Rand, wo so ja Verfärbungen auf diesem Stein sind, die ich eventuell entfernen würde, um das Ganze eben noch ein bisschen cleaner zu machen. Und ich weiß nicht, ob du hier wirklich so eine absolute Symmetrie haben wolltest oder ob du die einfach nur so gefühlt gemacht hast, denn mir scheint es, dass das nicht so ganz mittig ist, wenn das das Ziel gewesen sein sollte. Ja, und hier kann man es ganz gut sehen, wenn man die Mittellinie entlang geht. Es geht nicht so richtig durch die Mitte, aber ganz ehrlich, das tut dem Bild jetzt auch keinen Abbruch. Das ist jetzt halt nur, wenn du wirklich eigentlich vorhattest, eine Symmetrie zu haben, dann hast du sie nicht ganz erwischt. Aber ich denke, das ist kein Beinbruch. Nächstes Foto ist auch wieder ein Gebäude hochfotografiert, wenn es genauso gut, aber auch aus irgendeinem Science-Fiction-Film sein könnte. Gefällt mir extrem gut, weil man das Bild, wenn man im ersten Moment drauf guckt, nicht nach außen verortet, sondern irgendwie denkt, ja, ist das irgendwie eine Nahaufnahme von irgendeinem Gerät oder, keine Ahnung, das könnte auch das Lüftungsgitter von einem Staubsauger sein oder halt eben von irgendeinem Raumschiff oder so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier finde ich eigentlich auch nicht so viel zu meckern. Hier sieht es so ein bisschen aus, als wäre da eine Verfärbung oder vielleicht auch was schiefgegangen beim Bearbeiten. Aber wie gesagt, ich fange jetzt hier echt schon an, Erbsen zu zählen. Nichts wirklich Dramatisches, könnte auch genauso gut Facebook sein. Guck mal in deine Originaldatei, ob hier irgendwas ist, was man vielleicht noch mal ein bisschen angreifen muss, wo man vielleicht noch mal ein bisschen gucken muss. Aber ansonsten hier unten auch noch mal so eine Stelle. Aber ansonsten einfach richtig schön. Gefällt mir gut, also auf die Idee zu kommen, Gebäude so zu fotografieren und das auch so zu sehen, dass das so aussehen kann beim Fotografieren, finde ich schon richtig gut. Im nächsten Foto dasselbe Gebäude, würde ich vermuten. Hier allerdings ja eine Langzeitbelichtung, der Himmel, die Wolken ziehen vorbei. Einziges, was ich so ein bisschen schade finde, diese Kante hier, diese Linie, die hier im Himmel entsteht, die ist mir ein bisschen scharf. Also die würde ich vielleicht nochmal so ein ganz klein bisschen mit Unschärfe regulieren, dass die einem hier nicht so ins Auge springt. Ansonsten schöne Geschichte, auch hier vielleicht diese Flächen nochmal ein klein bisschen reinigen und ein bisschen cleaner machen vom Look her. Aber sonst, wie gesagt, richtig cool. Gefällt mir auch, dass hier das Gebäude noch reinragt, was du, glaube ich, hier allein durch die Perspektive losgeworden bist. Das hast du, glaube ich, nicht retuschiert. Finde ich aber auch ein spannendes Bild, auf jeden Fall, so bis auf hier eben den genannten Punkt. Viertes Bild von dir, ein klein bisschen anders. Hier hast du mit einem Weitwinkelobjektiv irgendwie einfach mal nach oben fotografiert. Mir gefällt hier auch gut, dass du wirklich den Fluchtpunkt so richtig schön ins Zentrum, in die Mitte gesetzt hast. Auch, dass die Wolken hier ja fast so ja, rauteförmig sich nochmal anordnen, finde ich auch sehr schön, was einfach durch die Spiegelung hier so ein bisschen entsteht. Und hier ist halt zufällig die Linie auch so. Gefällt mir richtig gut. Negativpunkte habe ich an dem Foto jetzt eigentlich keine gesehen. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob mich diese Überwachungskamera oder was das hier wahrscheinlich ist, so ein bisschen stört. Aber da die auch so richtig schön mittig auf dieser Linie sitzt, finde ich sie eigentlich eher ein interessantes Detail, wenn ich länger darüber nachdenke, als dass ich sie als, ja, als Negativpunkt sehe. Letztes Foto von dir fällt ein bisschen aus der Reihe. Hier gefällt es mir sehr gut, dass du wirklich von der Tonung her des Fotos eben diesen Sonnenaufgangslook irgendwie mit reingenommen hast. Ich finde auch ganz schön, dass hier zumindest in der eigentlich noch menschenleeren Straße, ich vermute mal, es war sehr, sehr früh, da auch kaum Autos da sind, dass du hier die Person mit reingenommen hast, gefällt mir gut. Es gibt dem Ganzen so ein bisschen Leben. Ich hätte mal überlegt, ob ich hier so ein bisschen die Werbeschilder noch so ein klein bisschen abschwäche.
Weil ich finde so ein bisschen störend, dass wenn man hier drauf guckt, es gibt so viel zu entdecken und man sucht halt eben nach Sachen, die man wiedererkennt und dann begegnet einem hier diese Sonne und dann denkt man irgendwie, dann kommt man irgendwie auf Sonnenstudio oder Spielothek oder was auch immer das ist und irgendwie bleiben da die Gedanken dran hängen. Also zumindest ist das bei mir jetzt gerade so, dass ich das sehe und irgendwie wiedererkannt habe. Also wirklich nur ein Mini-Kritikpunkt, vielleicht die so ein bisschen abschwächen oder ja, etwas verändern, damit da der Blick nicht hängen bleibt und man sich eher so ein bisschen auf die anderen Sachen konzentrieren kann. Ansonsten gefällt mir auch das Bild ausgesprochen gut. Ja, der nächste Schwung kommt von Benedikt Lindner, so heißt der, Entschuldigung. Und er hat mir auch ein paar Fotos geschickt, hat dazu geschrieben, ich fotografiere erst seit seit einem halben Jahr und fotografiere alles, was mir gerade einfällt, vor allem Landschaften. Die Bilder hat er im April geschickt, also mittlerweile hat er fast das Jahr voll. Wir gucken uns aber jetzt mal an, was er eingeschickt hat vor einem halben Jahr ungefähr, also im April, und was da so los war. Er hat fotografiert mit einer Nikon 5100, dieses Bild 30 Sekunden belichtet bei Blende 8 und ISO 800. Ist also mal ein Versuch der Langzeitbelichtung und es riecht hier ganz stark nach einem Kit-Objektiv, was aber kein Nachteil sein soll. Ich blende das jetzt mal aus und dann gucken wir uns mal das Foto an. Ja, mir gefällt soweit ganz gut. Ich finde ganz interessant, was die Wolken da hinten machen und frage mich, wo das Licht herkommt, ob das irgendwie noch Sonnenlicht ist oder so. Auf jeden Fall ist es etwas, was ich verstärken würde. Also hier scheint irgendwie in der Datei, ich hoffe, dass es irgendwie eine RAW-Datei ist, guck sie dir nochmal an, kram sie nochmal aus und schau mal, ob du hier den Himmel nicht noch durch geschicktes Aufhellen und Verwenden von vielleicht verschiedenen Filtern hier den Himmel nicht noch so ein bisschen kräftiger machen kannst, ne? Also in Lightroom gibt es da ja hier zum Beispiel die Möglichkeit, irgendwie mit einem Pinselwerkzeug drüber zu gehen oder mit so einem graduellen Filter. Das solltest du auf jeden Fall mal irgendwie ausprobieren, dass du da so ein bisschen an Details hier aus diesem Himmel noch rausholst und das hier vielleicht so ein bisschen verstärkst. So, gucken wir mal den Rest vom Bild an. Wie gesagt, Langzeitbelichtung davon, dadurch haben wir die Boote. Ich wundere mich, dass die bei 30 Sekunden doch noch relativ scharf sind. Also wenn man das hier anguckt, das ist jetzt nicht perfekt scharf, aber die meisten sehen doch zumindest okay aus. Also springt einen zumindest die Unschärfe nicht an. Was wohl auffällt, ist, dass hier irgendwie die Lichter so ganz komisch um die Ecke gebogen sind. Finde ich aber eigentlich auch nicht so furchtbar tragisch, muss ich sagen. Etwas schade finde ich, dass es hier in der Ecke so dunkel ist. Also vielleicht hättest du den Ausschnitt von dem Foto einfach ein bisschen so wählen können, dass dir dieser dunkle Bereich etwas verloren geht, denn ich vermute, dass es hier drüben noch ein paar mehr Lichter gibt. Und diese Lichter, die sind eigentlich interessant auf dem Wasser und dieses Dunkle hier nicht so unbedingt. Also das ein bisschen rüberschieben. Dann der andere Punkt, hier ist so ein Flugzeug mit seinem Funkellicht durchgeflogen. Also das war immer an, aus, an, aus, an, aus und so. Ihr seht, wie das läuft. Und das ist natürlich so ein bisschen schade, weil der Blick da so drauf geht, weil es irgendwie aussieht wie ein Bildfehler oder wie irgendwie was keine Absicht war. Das hier würde ich also auf jeden Fall versuchen zu retuschieren. In Photoshop ganz einfach, in Lightroom aber auch. Da kann man hier dieses Pixel-Entfernungswerkzeug nehmen und dann klickt man da ein so ein Ding an und dann klickt man das nächste an und das nächste an. Ich mache das jetzt nicht mit allen, ne? Aber ihr seht, worauf es hinausläuft. Dann kann man da einfach mal so ein paar rauslöschen und dann sieht man da nichts mehr von. Dann lässt du vielleicht mal ein, zwei da, dann sind die noch so ein bisschen wie zusätzliche Sterne und dann ist das perfekt. Ja, ansonsten, wie gesagt, so ein paar Sachen habe ich dazu gesagt. Da würde ich mal gucken, wenn es eine RAW-Datei ist, versuche die nochmal ein bisschen zu verbessern. Dann haben wir hier ja so ein typisches Sonnenuntergangsfoto. Schöner Verlauf vom blauen auf den orangenen Himmel. Und im Vordergrund haben wir so ein paar Bäumchen und dann haben wir ganz, ganz viel Dunkel und ganz, ganz viel Schwarz darauf. Das ganze Schwarz ist natürlich so ein bisschen langweilig. Man könnte hier überlegen, ob nicht ein etwas anderer Schnitt dem Foto noch hilft. Also wenn man sagt, okay, ich bleibe jetzt nicht auf dem Standardformat, sondern ich gehe eben hin und kürze das hier vielleicht so ein bisschen ein, eher auf so ein, ja, ich sag mal, panoramaartig, ja, dass man einfach ein klein bisschen weniger von dem Schwarz hat. Also probier da einfach mal so ein bisschen rum, ob du da nicht noch irgendwie eine Aufteilung bekommst, die vielleicht ein bisschen angenehmer ist und das Ganze scheint ganz leicht zu kippen. Das ist aber, glaube ich, mehr der Eindruck, als dass es tatsächlich so ist. Aber da kann man vielleicht auch einfach ein ganz klein bisschen gegensteuern, damit auch der optische Eindruck so wäre. So ist, als ob es gerade wäre. Ich mache es mal gerade wieder rückgängig, weil ich will ja eigentlich dein Foto betrachten und nicht irgendwas anderes. Ja, ansonsten die Positionierung von den Bäumen hier finde ich so komisch halbmittig, irgendwie nicht ganz so schön. Auch die hätte ich mir ein bisschen weiter hier drüben gewünscht. Es kann natürlich sein, dass du das gemacht hast, weil jetzt hier irgendwie ein hässlicher Baum
Kran oder sowas ist. Das weiß ich nicht, aber ich finde die Position hier so ein bisschen unglücklich. Das fände ich ein bisschen weiter drüben ganz schön. Und auch hier könntest du nochmal probieren, ob du den Himmel noch ein bisschen dramatisieren kannst, ob es dir hier gelingt, aus der RAW-Datei noch ein bisschen mehr Struktur in diese Wolkenformation zu bringen, weil die sind letztendlich ja das Einzige, was an interessanten Sachen da ist, auf die man in diesem Foto gucken kann. Und dann sollte man da auch irgendwie ein bisschen wirklich drauf gestoßen werden. So, das nächste Foto von dir, Benedikt, muss ich sagen, das ist echt, das habe ich angeguckt und habe direkt gedacht, so wow, geil, coole Idee und cool umgesetzt. Für die Leute, die gerade drauf gucken und so ein bisschen denken, hä, Inception, was ist denn hier los? Nein, ihr habt jetzt nicht zu viel Glühwein getrunken. Benedikt hat hier eine Wasseroberfläche fotografiert, aber das Ganze hat er rumgedreht. Das heißt, das Foto ist eigentlich auf dem Kopf. Und wir sehen hier eigentlich die Spiegelung der Bäume im extrem ruhigen Wasser. Darauf liegen halt eben so ein paar Blätter, deswegen der Effekt hier oben. Und das hier ist der tatsächliche Himmel. Coole Idee, sieht richtig geil aus. Gibt es eigentlich auch nichts zu meckern an dem Foto. Nicht nur eigentlich nicht, sondern auch tatsächlich nicht. Ja, wenn man jetzt wirklich so Fizzelskram anmerken will, ich finde es so minimal schade, aber wirklich so ganz minimal schade, dass hier so ein Kondensstreifen vom Flugzeug durch ist. Wenn du die Möglichkeit hast und Lust dran hast, irgendwie den vielleicht wegzuretuschieren, das wäre jetzt aber auch wirklich das Einzige. Und wir reden hier wirklich von Millimeter-Feintuning, möchte ich es jetzt mal nennen. Aber wie gesagt, sehr geiles Bild, gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und dreimal richtig, richtig, richtig gut hintereinander, sage ich selten. So, das nächste Bild von dir ist auch wieder eine Aufnahme mit viel Licht und viel Schatten. Hier wird, glaube ich, die Kirche angestrahlt und das ist das ganze Licht, was hier oben reingeht. Und ich muss sagen, dass dieser Bereich hier ist eigentlich das Interessante. Und jetzt hast du aber irgendwie, glaube ich, gerade so eine Phase gehabt, wo du versucht hast, so schöne Panorama-Weitwinkel-Aufnahmen zu machen, die natürlich auch mit so einem 18mm Objektiv, ich vermute mal, dass es das auch immer noch ist, sogar bei, also es ist das 18mm Objektiv, aber du hast es bei 22mm gemacht. Ich finde persönlich diese Ecke hier die interessanteste. Und ich hätte das hier alles weggelassen, weil man erkennt sowieso nicht viel. Du erkennst so ein paar Häuser, da ist ein bisschen was grün beleuchtet und da ist ein bisschen was orange beleuchtet. Man weiß es nicht, aber wenn ich jetzt einfach auch mal wieder frech sein darf und hier einfach mal was rausschneiden darf, wo ich denke, dass das für mich der interessantere Part von dem Foto ist, dann wäre das vielleicht irgendwie so. Ja? Das ist das, glaube ich, was ich gesehen hätte, ne? Also wo ich mal versucht hätte, einen wirklich guten Ausschnitt zu finden, der ein bisschen was mehr hermacht. Das hier finde ich nicht so spannend, aber das hier finde ich cool, da was draus machen. Versuch mal, vielleicht ist es eine Anregung. Ja, das fünfte Bild von dir gefällt mir auch sehr gut. Nicht so gut wie das mit dem Wasser, aber eben doch richtig, richtig gut, also nur zweimal. Mir gefällt, dass es hier so ein richtig schönes, schweres Schwarz-Weiß ist, das mag ich. Mir gefällt, dass du den Himmel hier nicht so dramatisch gemacht hast, wie ich mir sonst bei den anderen gewünscht habe, denn dann wäre es ein zu starker Gegenpol zu dem, ja, zu der Fabrikhalle geworden. Das Geländer bietet so einen richtig schönen Bereich, der einen ins Foto reinführt, hier an der Stelle. Das Ganze hier sieht so ein bisschen aus wie eine große Klaue, auf die ich irgendwie zulaufe, dadurch für mich dieses Bedrohliche. Ich habe eigentlich so an dem Foto nichts entdeckt, was mich stört. Wenn ich ganz, ganz wieder fies sein muss, würde ich vielleicht hier diesen Lichtpunkt bemängeln, weil es scheint irgendwie auch eine Aufnahme am Abend zu sein, denn wir haben hier irgendwie auch so Lichteffekte, die vielleicht von irgendwelchen Lampen, die hier drin sind, herrühren. Und das hier sieht halt eben auch aus wie eine Lichtquelle, die mir irgendwie entgegenkommt. Die entweder retuschieren oder durch Kameraposition irgendwie verdecken, denn es ist irgendwie die einzige Lichtquelle und es ist jetzt auch kein so richtig schöner Lichtstern, der da entstanden ist, weswegen man, wie ich finde, auch hätte gut drauf verzichten können. Das ist bei Blende 11 gemacht, ja, da hätte so ein Stern entstehen können. Ansonsten, wie gesagt, tolles Foto. Jetzt kommen wir zu den Fotos von Joe. Joe hat nichts dazu geschrieben, zu seinen Bildern, und es sind nur vier, weil irgendwie das fünfte nicht mehr ging vom Link her. Aber wir gucken uns die vier auf jeden Fall mal an. Das erste Bild hier ist in ja, einer monochromen Fassung mit einer Teiltonung, die mir eigentlich vom Ton her gefällt, muss ich sagen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, sieht man nicht so häufig. Gefällt mir aber gut, passt eigentlich auch zum Modell.
Ich weiß nicht, ob du großartig an den Fotos nachbearbeitet hast. Ich glaube, so allzu viel tust du da nicht mehr drin in der Nachbearbeitung. Aber was ich dringend empfehlen würde, sind dann bei solchen Bildern so ein klein bisschen Nachbearbeitung noch in die Haare zu stecken. Denn wenn du das nicht beim Shooting machst, wenn ich nämlich hier mal dran gucke, dann sieht man hier eben, dass hier ziemlich viele Haare einfach so kraus sind. Und hier unten am Dekolleté haben wir das auch nochmal. Das finde ich so ein bisschen schade, weil das direkt beim Draufgucken hier so ein bisschen aussieht, als hätte sie Brusthaare, was natürlich nicht so ganz optimal ist. Also entweder beim Shooting darauf achten, dass das noch irgendwie rausgestrichen wird und irgendwie mal behoben wird, oder dann eben in der Nachbearbeitung entfernen. Das geht eigentlich ganz einfach, ist schnell gemacht und sollte auf jeden Fall getan werden, so wie auch zum Beispiel hier bei dieser kleinen Mini-Strähne hier noch. Ansonsten, vom Blick her, die das Modell hat, gefällt mir das ganz gut. Es scheint hier irgendwie an so einem Eisengitter zu lehnen. Fällt auch von der Location her kaum auf. Man konzentriert sich wirklich irgendwie auf das Modell, auf die Haare und auf das Gesicht. Und das gefällt mir so, wie es ist, eigentlich gut. Wenn du nicht viel nachbearbeiten willst, ist das Bild so eigentlich klasse. Besser eben auf diese Kleinigkeiten mit den Haaren. Beim nächsten Foto fällt mir hauptsächlich auf, dass das überbelichtet ist, meiner Meinung nach, beziehungsweise die Lichtquelle sehr, sehr nah am Motiv ist. Und wenn ich hier in die Augen gucke, scheint hier mit so einer Art irgendwie Ringblitz oder sowas gearbeitet zu haben. Und das Problem ist da einfach hier das Thema Quadratabstandsgesetz. Das heißt, je näher du mit deiner Lichtquelle am abzulichtenden Motiv bist, desto kleiner sind die Bereiche in der Tiefe, die dieselbe Helligkeit haben. Und das sieht man hier eben auch ganz schön, dass beispielsweise hier auf der Nase das alles sehr, sehr hell ist und der Lichtabfall nach hinten hin dann sehr extrem und sehr, sehr schnell ist. Und ich finde halt gerade, dass diese vorderen Hautpartien hier irgendwie extrem viel zu hell sind und da mal gut irgendwie eine halbe Blende weg könnte. Und das natürlich nicht in Lightroom, sondern nach Möglichkeit irgendwie schon beim Erstellen des Fotos einfach ein bisschen mehr Abstand zum Motiv sein sollte, damit das etwas gleichmäßiger beleuchtet. Also ich finde ihn hier einfach ja so ein bisschen käsig an der Stelle. Eins noch, aber abgesehen von der Geschichte, gefällt es mir ganz gut, was mir noch an positiven Sachen, das soll ich ja auch nicht vergessen, ne? Auffällt, ist hier tatsächlich hier so ein bisschen die Farbwahl. Das Graffiti im Hintergrund passt irgendwie farblich so ein bisschen auch zu dem ganzen Stil, wie hier die Lichtstimmung ist. Das passt also schon ganz gut. Vielleicht einzig kleines Ding hier, dieser Farbfleck noch durch die Bändel, wo ich mir nicht sicher bin. Ich finde, das stört aber auch nicht wirklich. Das nächste Foto ist diese junge Dame. Hier haben wir auch schon wieder so ein bisschen diese Geschichte mit den Haaren. Und dann haben wir hier unten so einen Zipfel. Das sind so Kleinigkeiten, die ich normalerweise wegnehmen würde. Das ist aber, wie gesagt, Geschmackssache, ob man irgendwie bearbeiten möchte an der Stelle oder nicht. Wenn man es nicht möchte, ist es auch vollkommen in Ordnung. Was mir auffällt, mir ist nur so mein Eindruck, du hast ja leider nichts dazu geschrieben, wie sie entstanden sind, aber hier kommt es mir so vor, als hättest du mit einem Blitz in der Softbox oder mit einem Schirm so ein bisschen von schräg oben sie aufgehellt. Man sieht im Hintergrund so ein bisschen an den Farben, dass wir schon so eine Sonnenuntergangs-Herbst-Situation haben mit wahrscheinlich relativ rötlichem Licht, und ich finde, dass sie im Vergleich dazu relativ blau aussieht. Das heißt, ich würde mal vermuten, dass du hier einfach mit dem Blitz ohne eine zusätzliche Korrekturfolie gearbeitet hast, und das sorgt halt eben dafür, dass sie hier eine etwas andere, ja, Farbtemperatur, sag ich mal, hat als der Hintergrund. Da der Tipp an dich, einfach mit so kleinen Filterfolien vor dem Blitz arbeiten, um so ein bisschen die Farben anzugleichen. Dann sieht das so ein bisschen harmonischer aus und sie passt irgendwie einfach noch besser in die Szenerie rein. Ansonsten hätte ich mir vielleicht für den Hintergrund etwas mehr Unschärfe gewünscht, aber wirklich nur ein klein bisschen. Also ich finde schon ganz gut, dass man bei dir erkennen kann, wieso die Szenerie ist und es nicht einfach nur ein einziger Farbbrei ist. Das ist schon in Ordnung, aber ein klein bisschen mehr Unschärfe hätte ich mir gewünscht. Und vielleicht die Blickrichtung der Kamera so gewählt, dass wir vielleicht hier unten etwas weniger von diesem Geländer, was hier so reinragt, haben. Das ist aber, wie gesagt, nur Kleinigkeiten an der Stelle. Im vierten und damit dann letzten Foto von dir haben wir dieses Modell, wunderbare rote Haare vor einer, ja, Natursteinmauer. Das gefällt mir auch ganz gut, passend dazu, rote Nägel. Ja, eine schöne Pose eigentlich, wie ich finde, dafür. Sie guckt auch entsprechend, manche Leute sagen jetzt vielleicht, warum guckt denn dein Modell so gelangweilt? Ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, wenn Modelle nicht in jedem Foto volle Kanne das breite Grinsen aufsetzen, sondern auch mal ein paar andere Blicke wagen. Das gefällt mir hier schon sehr gut. Hier finde ich jetzt so an wieder die kleinen Haare, aber das hatten wir schon. Das scheint irgendwie bei dir einfach die Bearbeitung nicht so zu sein. Wobei ich finde,
Wenn das Foto wirklich unbearbeitet ist, Kompliment an die junge Dame, perfekte Haut. Also entweder bearbeitest du und lässt die Sache mit den Haaren bleiben, was ich dann ändern würde, oder sie hat einfach wirklich extrem gute Haut und du hast da nichts bearbeitet. Aber ansonsten Schärfe und alle anderen Dinge passen bei dem Foto einfach. Wobei ich auch hier wieder so ein ganz klein bisschen überlege, ob es vielleicht ein klein bisschen zu hell ist auf der Haut, ob es da zu helle Stellen gibt, gerade hier auf der Nase und da auf der Wange. Aber das auch, wie gesagt, wieder meckern auf hohem Niveau. Hier unten blende ich euch wieder eine Folge der letzten Fotokritik ein. Da einfach draufklicken, dann seht ihr die letzten Folgen Fotokritik. Und auf der anderen Seite gibt es mein Video mit 7 Tipps, wie ihr schneller in Lightroom vorwärts kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!